My name's Guybrush Threepwood, and I want to be a pirate. Yikes! Don't sneak up on me like that. I'm over this way. Ah, well then, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. I see. So, you want to be a pirate, eh? You look more like a flooring inspector. But if you're serious about pirating, go talk to the pirate leaders. You'll find them in the scum bar. Gosh, thanks. I'll do that. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck! Where did you say those pirate leaders were? The scum bar. Right. Thanks. Servus, Grüezi und Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Let's Play hier auf dem Kanal. Und zwar spielen wir heute oder die nächsten Wochen, Monate oder Jahre The Secret of Monkey Island. Ist der erste Teil der Videospielreihe Monkey Island, die LucasArts, damals Lucasfilm Games, als Spielentwickler berühmt und dadurch zeitweise zum größten Konkurrenten von Sierra Entertainment machte. Das Point-and-Click-Adventure erschien am 15. Oktober 1990 für jegliche Plattformen. Wir schlüpfen die Rolle von Guybrush Threepwood, der hier auf die karibischen Inseln nach Abenteuer sucht und vor allem sich vorgenommen hat, ein Pirat zu werden. Das versuchen wir, so gut wie es geht, irgendwie zu unterstützen. Wir spielen aber nicht das Originalspiel, sondern die Special Edition, was eher als Remastered Edition sozusagen hier fungiert, würde ich jetzt mal sagen. Die kam, glaube ich, so 2009 raus. Ja. Ich habe mir gedacht, wir spielen so, weil die alte Version ist halt komplett auf Englisch. Da bin ich halt auch komplett verloren. Zudem, wenn man eh schon eine neuartige Version vom Spiel hat, warum auch nicht. Es fällt aber trotzdem alles unter die Rubrik Retro, weil es halt einfach cool ist. Gut, dann starten wir mal rein. Und wir sollten jetzt in diese Taverne gehen. Die scum bar. Und dort mit den Piraten sprechen, um auch eine Re-elect Governor Marley. When there's only one candidate, there's only one choice. Ach so, okay. Das wird sozusagen ist hier ein Plakat von der Gouverneurin, die heißt Marley und das ist die einzige, die hier kandidiert, deswegen wahrscheinlich auch wird sie wahrscheinlich auch gewinnen. Wenn niemand gegen sie antretet, ne? So, vielleicht spielen wir auch noch eine Rolle in diesen ganzen Segmenten. Aber erstmal hier rein in die scum bar, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau, wie ich. Ja, genau, hier. Nimm Tür, gib Tür. Ich gebe der Tür einen Namen. Wie nennen wir die Tür? Tür, wa? Achso. Moment.
Benutzen Tür. That doesn't seem to work. Hä? Rede mit, schließen, öffnen. Aha. Ja, hier geht's ab, wa? Hier geht's ab. Rede mit. Geh zu Piraten. Was ist mit dem hier oben? Untersuchen? Aha, das sind also die Piraten, wo wir hin müssen. Warte mal, ich probiere jetzt gerade mal hier. Rede mit Hund. Kann ich hier irgendwas machen? Rede mit Hund. Spiffy heißt er. Das könnte vielleicht noch irgendwann mal nützlich sein. Buff. LeChuck. Okay. LeChuck. Okay, also LeChuck klingt schon mal nach einem Bösewichten. Alter, der Kellner ist ja mal mega geil hier. Der Barmann. So, wir gehen... Ups. Ich muss ja... Warte mal, ich muss ja mal umstellen auf... Grafikoptionen, Vollbild ein. Haben wir ja eigentlich eh. Mir passiert es dauernd, dass ich hier rausklicke. Und dann ist die Maus draußen und dann ist das Spiel gestoppt, wa? So. Gut. Wichtig wirkende Piraten. Gut, dann quatschen wir mal mit denen, oder? V. Quatschen. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich will Feuerwehrmann werden. Ich werde euch alle töten. Ich will Pirat werden. Ja, ist ja mal schon, ich will Pirat werden. So what? Why bother us? Hey, don't forget we're short on help because of this whole LeChuck thing. So, no pirates means no swag, and no swag means no grog, and we're getting dangerously low on grog. Do you have any special skills? I can hold my breath for 10 minutes. Well, nice. All right, but you don't become a pirate just by asking. You'll have to go through the three trials. Oh. What three trials are those? There are three trials every pirate must pass. Mustin. Master the sword. Ja. And the art of thievery. Ja, und saufen. The quest. Ach so. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Da sind sie sich nicht ganz einig, ne? Swordplay, thievery, and a treasure huntery. Then return with proof that you've done it. And then you must drink grog with us. Ja, siehst du. Jawohl, okay. Also. Was ist überhaupt in diesem Grog drin? Ihr seid übel riechende, grog-gurgelnde Schweine. Klar. Ja, über die Fechterei erstmal. First, get here, sword. You must seek out and defeat the sword master. Someone in town can probably direct you.
Okay. Ja, wäre gut, wa? Trying to take on the sword master without any training. Okay. Die Kunst des Diebstahls. Mastering the art of thievery. We want you to procure a small item for us. The idol of many hands in the governor's mansion. Oh. The governor keeps the idol of many hands in a display case in the mansion outside the town. You'll have to get past the guards, naturally. The tricky part will be getting past the dogs outside. Ah, siehste. Wir brauchen den Knochen unbedingt. Wir brauchen den. Irgendwie betäuben. Okay. Ja gut, dann die Schatzsuche, wa? Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something? Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, X marks the spot. Okay, also. Das mit den übergriffigen Schweinen, das machen wir das nächste Mal, wa? Das sagen wir denen dann, wenn wir schon eine Aufgabe erledigt haben. Was ist überhaupt in diesem Grog drin? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following: Kerosene, Propylene Glycol, Artificial Sweeteners, Sulfuric Acid, Rum, Acetone, Red Dye Number 2, Scum, Axle Grease, Battery Acid, and or Pepperoni. As you can probably imagine, it's one of the most caustic, volatile substances. The stuff eats right through these mugs, and the cook is losing a fortune replacing them. Okay. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Tja, das war der Plan, wa? Okay, gut. Ich probier's noch mal mit den Knochen. Es dürfte irgendwas geben, womit ich hier das alles locken kann, ne? Dann brauche ich nicht, dann komme ich gar nicht raus. Aber ich weiß nicht. So. Okay, geht es jetzt gar nicht mehr. Geht nicht mehr, okay. Kann ich mit dem Typen hier oben reden? Oder mit den Typen hier? Hoi there, stranger. Okay. You in town? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Ich bin neu hier. Guybrush Threepwood. I'm new in town. Guybrush Threepwood? Ist schwierig auszusprechen, ne? Ja, ich auch. Naja, ich mag den Namen. Und nun, wie heißt du? Ja, machen wir es. What's your name? My name is Mancom Seepwood. So, what brings you to Melee Island anyway? Ich will Pirat werden. I want to be a pirate. Oh, really? You should go talk to the important looking pirates in the next room. They're pretty much in charge around here. Ja, habe ich schon gesehen. Okay, wo finde ich die Gouverneurin? Governor Marley. Her mansion is on the other side of town. Okay. But pirates aren't as welcome around her place. Ja, wir sind ja noch keiner, ne? Warum nicht? Why not? Well, the last time she had a pirate over for dinner, if
fell in love with her. Ooh. It's made things rather uncomfortable for everybody. Wie das denn? Well, there's a whole big story about what happened next. But I don't believe a word of it. Esteban over there at the other table might tell you about it. He takes the whole thing seriously. Okay. Very seriously. Uh-oh, looks like my grog is going flat. So you'll have to excuse me. Nice talking to you. Ja, fand ich auch. Fun on Melee Island. Gut. Da, wir gehen mal raus hier. Deep beneath Monkey Island, the ghost pirate LeChuck ship lies anchored in a river of lava. Okay. Captain LeChuck, sir. There's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. No, sir. Nothing like it. Sir, it's days like this that make you glad to be dead. Oh, yes, sir. Glad to be dead. You are glad to be dead, right? Oh, yes, sir. I feel so lucky that you happened to capture my ship that murdered me and everyone on board. Yes, sir. Ja, klar. Glad to hear it. Now, what was it you disturbed me for? Yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Problem? What possible problem could there be? I've got those sissy pirates so scared of the sea, they're afraid to take a bath. Well, there seems to be a new pirate in town. Actually, he's a pirate wannabe. Young, inexperienced, probably nothing to worry about. Don't know why I bothered you with it. I'll have him taken care of myself. Wait! I'll handle this personally. Oh, scheiße. My plans are too important to be messed up by amateurs. Yes, sir. Tja, kriegen wir wohl ein Problem jetzt dann. Naja. Und geh mal in der Gegend rum und erkunden die. In der Gegend rum und erkunden die Gegend. Oh, oder gehen wieder aus dem Spiel raus. Ich muss mir da was einfallen lassen. Also, wenn ihr eine Idee habt, ne? Schreiben. Sehr gerne schreiben. Durchgang. Oh. Ein zwielichtiger Typ mit einem Papagei auf der Schulter. Okay, es ist alles ein bisschen anders als wie bei Day of the Tentacle. Es ist ein bisschen größer alles. Bisschen viel größer. Was ist denn hier, ey? Hello? Anybody in here? Hello? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. Ja. But at this time of night, nobody would be around to see it. Ja. Haben Sie ja auch etwas gehört? Ja, und Leute, die sich von hinten anschleichen, können auch etwas passiert. Yeah, ja. And bad things happen to people who sneak up on other people from behind. So, you're gonna give me a little attitude, huh? I'd better get your name. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Oder neu in der Stadt, oder... Und wollte gerade gehen. Es sieht mir nicht so aus, als würde er jetzt hier irgendwie Stress machen wollen, weil, ich glaube, wir haben ihn ein bisschen angemacht, aber deswegen...
Ich glaube, wir sollten dem einfach die Wahrheit sagen. I'm Guybrush Threepwood and I'm new in town. Listen, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Shinetop. Fester Shinetop. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your vacation. Ja. Somewhere safer. Zum Beispiel? Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. Siehst du, vertrau doch mal ein bisschen, ne? Wenn man hier rum. Kann man hier Employees only. Nur für Angestellte, okay. Mal ein bisschen mit Sachen interagieren. Ooh, damit man ein bisschen auch wieder Gefühl kriegen für Point-and-Click-Sachen. Wie in dem Fall jetzt gerade. Okay, wir gehen zur Straße. Alter, es ist sehr groß, ne? Haben wir hier eine Karte oder so? Inventar, okay. Und hier interagieren auch einfach Leute. Okay, das dürfte jetzt die andere Seite des... Da ist es, Sitz der Gräfin oder Gouverneurs. Gouverneurin. Ach, mit den Hunden, genau. Ach, die sind doch süß, ey. Die sind doch nicht so... Das sind doch Pudel. Wie heißen die? Tödliche Piranha-Pudel. Okay. Alles klar. Gut. Sind wir halt ein bisschen für einen Arsch hier rüber gelaufen, aber... Wir haben den Schatz, den wir finden müssen... Das Zeug, was wir stehlen müssen, und den Schwertkampf müssen wir auch lernen. Das ist schon wieder sehr aufwendig alles. Und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Aber ich freue mich schon. Okay, hier ist eine Ratte. Ist eine Ratte eingesperrt? Nee, oder? It's locked. Mach mal. Gut. Ach nee. Vielleicht kann ich mit dem mal reden. You gotta get me out of here. I'm a victim of society. Ja, das ist jeder. Mention halitosis. Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. Tja, da hat er wohl recht, wa? Steht hier was drauf? Nee, oder? It's locked. Okay, da haben wir mal Gefängnis. Hier unten geht es zum Durchgang. Jetzt haben wir wieder die ewig lange Sequenz. Klar. Da haben wir die Kirche. Kirche. Das ist ein schweres Wort für mich, ne? Da haben wir eh schon mal drüber geredet. Hier haben wir, was haben wir denn hier? Ein Shop ist hier. Hier waren wir hinten drin. Ja, hier waren wir hinten drin. Das ist aber der hintere Teil noch vom Shop. Und wir kommen hinter die Kirche, kommen wir gar nicht rein, ne? Das ist hier so. Hintenrum. So, hier haben wir die große Straße. Was haben wir denn hier? Ye old rubber chicken with a pulley in the middle shop. Der gute alte Gummihuhn. Rubber chicken with a pulley in the middle needs for over 50 years. Okay. Ja. 10 o'clock. 10 Uhr.
Hier gehen immer wieder Leute rein und raus. Ich bin hier ein bisschen... Ich muss erst mal gucken, wo wir überall hinkommen. Ne? Hier geht's ja wieder retour. Geh jetzt einfach mal irgendwo lang. Nee, ich wollte hier jetzt nicht rein eigentlich. Wir müssen mal Gegenstände finden. Kommen wir hier zu den Schiffen, kommen wir auch nicht hin. Mhm. Ich glaube, dass dieses Getränk, was die da hier trinken, eine Giftmischung ist von diesem LeChuck oder wie er heißt. Felsvorsprung. Ach, hier war der Kollege hier. Zum Speer. Hier oben. Ah, okay. Okay, Lichtung. Insel. Haus. Wie weit können wir jetzt gehen? Schon sehr weit, wa? Lichtung. Hm. Und dann ist es nochmal so groß. Ja, Leute, da haben wir einiges zu tun, wa? Hier ist ein Zirkus. Okay. Ja gut, dann machen wir das einfach das nächste Mal, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Also am Mittwoch. Das kommt jetzt alle 2 Tage. Das heißt Montag, Mittwoch, Freitags. Und zwischendrin kommt immer Oblivion, mal kurze Zeit. Nachmittag geht es dann weiter mit dem nächsten Spiel. Und am Abend wird es richtig cool. Da sehen wir uns dann bei Resident Evil 1. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiedersehen.